Ja, wir sind heute Abend hier in Düsseldorf bei der Fraktion vor Ort, die Bundestagsfraktion gemeinsam mit Barbara Hendricks. Wir wollen heute zeigen, was gute Umweltpolitik ist. Ich freue mich sehr, Barbara, dass du da bist, unsere Umweltministerin, die ja nun wirklich in diesen Tagen und Wochen wirklich vieles und Positives bewegt hast. Du warst in Paris und hast mit dafür gesorgt, dass wir endlich das 2-Grad-Ziel auch wirklich fixieren und sogar darüber hinausgehen können. Das ist wirklich dein Verdienst und du hast auch eine klare, starke Position angenommen gegen Glyphosat, was uns, glaube ich, insgesamt allen hilft. Letzte Woche der ständige Ausschuss in Europa. Ich freue mich sehr, dass du heute hier bist und dass wir gemeinsam jetzt über Umweltpolitik sprechen können mit den vielen Menschen, die hier zu uns kommen und von dir hören wollen, wo denn der Weg hingeht. Ja, danke für die Einladung. In der Tat, Paris war ein ganz wichtiges Signal. Das war ja schon Ende letzten Jahres. Wir haben heute den Schwerpunkt Klimapolitik. Aber selbstverständlich werden wir auch über andere Themen reden. Glyphosat hast du angesprochen. Ja, das ist ein Thema, was die Menschen sehr bewegt. Ich habe das auch in den Rückmeldungen wahrgenommen. Und ich war übrigens letzte Woche auch in Fukushima. Nochmal eine ganz andere Baustelle. Oh ja, das glaube ich. Und wenn man sich das ansieht, dann sind wir auch alle froh, glaube ich, dass wir uns entschieden haben, sobald als eben möglich, also bis 2022, tatsächlich aus der Nutzung der Kernenergie auszusteigen. Also auch da noch eine ganze Menge Aufgaben. Und ich tue meinen Teil dazu bei, zur Energiewende aus dem Verkehrssektor heraus. Also ich bin ja zuständig auch für diese modernen Mobilitätsformen, Stichwort Elektromobilität, die helfen soll, dass die 10 Millionen Tonnen CO2-Einsparungen, die wir im Verkehrssektor haben, dass die eben auch segensreich sind im Umweltbereich. Ja, das ist auch nötig, denn in der Tat, bisher ist es nicht gelungen. Der Verkehrsbereich und der Bereich der Landwirtschaft hat eigentlich seit 1992, 93 keine Fortschritte gemacht, was den CO2-Ausstoß anbelangt. Also beim Verkehrsbereich ist es so, dass schon die einzelnen Autos besser geworden sind, aber der Verkehr insgesamt hat zugenommen und hat das, was in der Technik besser geworden ist, wieder aufgefressen. Dem werden wir nur begegnen können, wenn wir wirklich mit der Elektromobilität vorankommen. Und dafür brauchen wir dann natürlich auch Erneuerbare, denn sonst ist ja auch alles Unsinn. Absolut. Und deswegen arbeiten wir gemeinsam in der Bundestagsfraktion, Barbara Hendricks als Ministerin und ich als Berichterstatter für Verkehrs-Mobilitätsfragen, dass wir eben aus der Stromwende eine Energiewende schaffen können, dass die Dinge, die so wichtig sind, eben im Nachhaltigkeitsbereich auch umgesetzt werden können. Insofern schon viel erreicht, eben dank deiner Hilfe und deines Standings. Aber wir haben noch viel vor und es ist immer gut, wenn wir das, was gut ist, durch die SPD erreicht haben und was noch kommt, auch durch die SPD umgesetzt wird. Ja klar, so machen wir das auch und da haben wir jetzt erstmal noch mal anderthalb Jahre Zeit dafür und geben auch nicht zu früh auf und danach geben wir natürlich sowieso nicht auf, weil dann kommt die Wahl und da werden wir dann anständig antreten. So ist das. Wir sind voller Energie.